6. Oktober 2018, 20.36 Uhr, Anthony Martial erzielte das zwischenzeitliche 2:2. Der englische Rekordmeister Manchester United hat seinem in der Kritik stehenden Teammanager José Mourinho mit einer starken Moral vorerst etwas Luft verschafft. Im Heimspiel gegen Newcastle United gewannen die Red Devils nach 0:2 Rückstand mit 3:2, 0:2 und feierten den ersten Erfolg nach zuvor 4 Pflichtspielen ohne Sieg. In der Tabelle kletterte Manchester auf den 8. Platz. Punkt. Kennedy, 7. und der ehemalige Mainzer Bundesliga-Stürmer Yoshinori Muto, 10. schossen Newcastle frühzeitig in Führung, Juan Mata, 70. mit einem direkt verwandelten Freistoß, Anthony Martial, 76. und Alexis Sanchez, 90. sicherten United noch den Sieg.